In diesem Video geht es um die Kellerautomaten als Automatenmodell, das zu den äh, kontextfreien Sprachen gehört. Wir hatten ja gesehen, dass die endlichen Automaten nicht in der Lage sind, so eine Sprache wie auch hoch N, B hoch N zu akzeptieren. Und da war die intuitive Idee einfach, dass die endlichen Automaten nicht zählen können. Die haben keinen externen Speicher, auf dem sie sich irgendwas merken können. Die müssen sich alles im Zustand merken und damit können sie eben nicht beliebig hoch zählen. Das ist die Idee, weswegen sie auch in B hoch N nicht akzeptieren können. Und das ist auch die Idee, die jetzt zu dieser Erweiterung führt. Und die Erweiterung sieht so aus, dass wir unser Automatenmodell mit einem Speicher erweitern. Und der Speicher, das ist der hier, das ist jetzt ein Stack. Und dieser Stack heißt auch auf Deutsch Kellerspeicher. Und die Idee bei also einem Stack oder einem Keller ist ja, dass man immer nur oben was drauflegen kann und immer nur das oberste Element wieder rausbekommen kann. Also das ist so ein Last-in-First Out-Prinzip. Das letzte, was ich rein tue, ist das erste, was ich rausbekomme. Ist beim Bücherstapel, genauso wie bei einem Keller, in dem man alles reinstopft. Deswegen heißen die Automaten Kellerautomaten, weil das eben deren zusätzlicher Speicher ist. Was sie außerdem noch haben, ist quasi die endliche Kontrolle, die sehr ähnlich zu dem aussieht, wie das, was wir schon von den endlichen Automaten her kennen. Und die, die Eingabe hier unten, die ist tatsächlich nicht Teil des Automatenmodells. Die haben wir einfach zugeschrieben, damit wir gleich damit arbeiten können. Gucken wir das Ganze nochmal etwas äh, detaillierter an. Bei unserer endlichen Kontrolle haben wir natürlich Zustände. Einer der Zustände äh, ist der Startzustand hier. Äh, wir können Endzustände haben, äh, akzeptierende Zustände, um Wörter zu akzeptieren. Wir haben eben den Stack und das Eingabewort. Interessant wird es jetzt wenn wir uns die Transitionen angucken. Und bei den Transitionen ist es so, dass diese Transitionen immer Folgendes tun. Die können lesen ein Zeichen aus der Eingabe, so wie hier. Der liest jetzt bei dieser Transition das A aus der Eingabe. Der holt das oberste Kellersymbol aus dem Keller raus. Das oberste Symbol wird ausgekellert und angeguckt. Und wenn das ein A ist, dann kann man eben diese Transition nehmen. Also es so ist eine Pop-Operation. Und was sie danach tut, ist, wenn die Transition genommen wird, dann wird stattdessen, also statt des rausgeholten Symbols, wird äh, das eingekillert, was rechts davon steht, also in dem Falle zwei As. Das heißt, der Effekt ist, dass wir hier einen Push haben, der noch ein A hinzufügt zu dem, was vorher schon da war. Also ein A, in der ist ein A mehr im Stack als vorher. Das ist die Idee bei dieser Transition. Es gibt auch Transitionen, die äh, kein Zeichen aus der Eingabe lesen, Epsilon-Transitionen. Und dadurch bekommt man auch Nicht-Determinismus. Generell haben wir äh, hier bei den Automaten, die wir angucken, äh, betrachten wir typischerweise nicht deterministische Kellerautomaten. Das heißt, die haben die Wahl, naja, entweder diese, eine dieser Transitionen zu machen oder eine dieser Transitionen zu machen. Man könnte auch deterministische angucken, allerdings bilden die tatsächlich eine echte Teilklasse der äh, nicht-deterministischen Kellerautomaten. Und die gucken wir hier in diesem, in diesem Kurs nicht an. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir einfach nichts wieder einkellern. Also es ist dann so eine, also ist einfach nur ein Auskellern. Das passiert zum Beispiel bei dieser Transition hier. Da ist es so, da wird einfach das A ausgekellert, weil das A kommt hier raus und wird durch ein Epsilon ersetzt. Deswegen ist das ein Auskellern des As, also ein, äh, eine Pop-Operation. Und wenn wir am Ende den Keller unverändert lassen wollen, so wie bei dieser äh, Transition hier, dann müssen wir einfach das, was wir ra äh, rausgeholt haben, hier an der Stelle. Das ist das, was wir auch wieder einkellern müssen. Und deswegen bleibt dann an dieser Stelle hier der Keller unverändert. Weil das, was wir rausholen, kommt auch direkt wieder rein. Eine wichtige Besonderheit, die man hier schon so ein bisschen sieht, ist, dass wir keine Schritte haben, die etwas machen, wenn nichts im Keller ist. Also es ist nicht erlaubt, irgendwie einen Schritt zu machen, wenn der Keller schon leer ist. Das geht nicht. Und Deswegen benutzt man, um zu erkennen, dass der Keller quasi leer ist, benutzt man so einen speziellen Bodenmarker. Das ist hier in dem Fall Z0 äh, genannt, mh, damit man sehen kann, wann ist quasi der Bodenmarker wieder erreicht, wann, wann bin ich unten angekommen. Gucken wir jetzt mal an, wie dieser Automat dieses Wort auch in B auch in abarbeiten würde. Und das läuft einfach so, wir sind initial im Startzustand. Dann lesen wir das A und ähm, pushen dann ein A auf den Stack. Das äh, machen wir einfach mit dieser Transition hier. Die liest ja ein A aus der Eingabe. Z0 war oben drauf. Das bedeutet, wir fügen AZ0 dem äh, Stack hinzu. Und das ist genau die, das, was wir hier im Stack haben. Dann lesen wir noch ein A ein. Jetzt nehmen wir die zweite Transition, weil jetzt liegt ja schon ein Groß A oben auf dem Stack. Das kommt runter und wird durch zwei A ersetzt. Das heißt, es kommt ein A mehr rein. Das heißt, hier haben wir jetzt zwei As auf dem Stack. Jetzt raten wir, dass wir quasi die Wortmitte haben, wechseln den Zustand. Im zweiten Zustand ähm, werden die äh, As wieder vom Stack gepoppt. Das heißt, für jedes B, was wir einlesen, wird ein A vom Stack gepoppt. Das heißt, im äh, ersten Schritt holen wir das erste A runter und danach holen wir äh, das zweite A vom Stack runter und haben dabei jeweils äh, die Bs gelesen. Jetzt sind wir an der Stelle mit der Eingabe komplett durch. Das ist gut. Und wir können jetzt die Epsilon-Transition nehmen, weil wir an der Stelle den Bodenmarker wieder sehen, also das Z0. Wir sehen, dass, der, äh, dass, wir, dass wir diesen Bodenmarker erreicht haben, dass wir also so viele Bs gesehen haben, wie wir vorher As hatten. Dass das also genau zusammenpasst. Und dann gehen wir in den Endzustand, ohne den Keller zu verändern. Und jetzt an der Stelle haben wir das Wort komplett abgearbeitet. Das ist wichtig. Also, das Wort darf nicht irgendwie halb abgearbeitet sein. Man, man ist im Endzustand, kann nichts mehr tun sondern das Wort ist wirklich komplett abgearbeitet und wir sind in einem Endzustand. Und deswegen akzeptieren wir das Wort. Fassen wir die Idee bei der Konstruktion nochmal zusammen. Idee ist, in dem ersten Zustand wird einfach für jedes A aus der Eingabe ein Groß A eingekellert. Da machen wir quasi so eine Art Strich auf dem Keller für jedes A, was wir sehen. Dann entscheiden wir uns irgendwann nicht deterministisch, dass wir die Mitte, dass wir in der Mitte sind. Und fangen dann an für jedes A, was wir äh, eingekellert haben und dieses B, was noch, also diese A's, die wir eingekellert haben, gegen die B's in der Eingabe zu matchen. Also für jedes B, was kommt, kellern wir ein A aus. Und wenn wir dann am Ende den Bodenmarker sehen, dann wissen wir, dass die Anzahl gleich war. Und dann gehen wir in den Endzustand. Und so kann, können Kellerautomaten eben zwei Anzahlen vergleichen. Nehmen Sie halt wenn das eine gezählt wird irgendwas in den keller tun und wenn das andere kommt zum vergleich dann wird es wieder rausgekellert das ist so die grundlegende idee dabei die wir jetzt hier auch in diesem beispiel schon sehen.